So, Freunde, es ist wieder Wochenende und es ist wieder Zeit für Outlast. In der letzten Folge standen wir vor einem Abgrund. Zumindest glaubten wir, dass wir vor einem Abgrund standen, aber es ist gar kein Abgrund, das ist einfach nur ein Weg. Und den finden wir jetzt, wenn wir jetzt hier weitergehen. Da haben wir in der letzten Folge dieses Schränkchen hier zur Seite geschoben und dann sah das jetzt fast so aus, als wäre das hier ein Abgrund, aber das ist gar kein Abgrund, das ist nur ein Weg. Okay, optische Täuschung. Oder vielleicht habe ich einfach nur einen Knick in der Optik. Trotzdem sollten wir aufpassen. Denn wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass uns da jemand auf der Schliche ist. Wie schon so oft in diesem Spiel. Hier sieht es so aus, als würde es nicht weitergehen. Nö, da können wir uns auch nicht durchzwängen. Das ist dann doch auch für uns zu eng. Das heißt, es bleibt ja nur noch diese Richtung hier. Ja, wenn ich die Nachtsicht ausmache, dann ist dann doch ein bisschen zu dunkel. Aber ich würde natürlich auch ganz gerne Batterien sparen. So, hier geht es auf jeden Fall weiter und hier geht es nicht mehr weiter. Also müssen wir diesen Weg laufen. Gleich macht es wieder Klack oder so. Und dann ist wieder einer hinter uns her. Ich ahne es schon. Ich ahne Fürchterliches. Wo? 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 Rechts? Links? Ich kann nichts sehen. Oder da vorne? Was blinkt denn da vorne? Ich habe keine Ahnung. Als irgendwas ist gerade hier passiert, aber ich scheine noch alleine zu sein. Tja, die unterhalten sich gerade. So vom Alleinesein, das war wohl nichts. Aber okay, ich konnte auch niemanden sehen. Die scheinen da hinten hinter dieser Wand irgendwo zu sein. Und jetzt kann ich von hier oben aus nur noch darunter springen. Denn da hinten geht es irgendwie nicht weiter. Obwohl, da oben sieht es auch so ein bisschen aus bei diesen Brettern, als ob man da rumlaufen könnte. Aber auch da sind wir schon mal auf die Schnauze gefallen. Das hier sieht so aus, als würde es weitergehen. Da geht es weiter, das ist bestimmt eine Tür, die nicht aufgeht. Nee. Ist überhaupt so ganz komisch, ne? So, aber da hinten geht es weiter. Dann kommen wir wahrscheinlich in die Richtung, wo die sich eben gerade unterhalten haben. Auch das ist eine Tür. Auch diese ist zu. Und meine Batterie wird schon wieder schwach. Aber ich werde sie bis zum letzten Tropfen benutzen. Ja, jetzt geht es wahrscheinlich gleich aus. So, und da geht es auch wieder weiter. Das ist ein ganz schöner Irrgarten hier. Das gefällt mir auch nicht so, weil wenn nämlich jemand hinter uns her ist, dann blickt hier überhaupt kein Mensch mehr durch, wo irgendwas ist und wo wir hinrennen müssen. So, das war's. Drücke R, um die Batterien aufzuladen. Wie viel haben wir denn noch? 5 Stück? Okay. So schlecht sieht's nicht aus. Wir haben noch ein paar Batterien. Ja, super. Ach, da können wir uns durchzwängen. Okay. Hab schon gedacht, hier wird es nicht weitergehen. Aber wir kommen jetzt wirklich dahin, wo die sich eben gerade unterhalten haben. Zumindest vermute ich das, dass es dieser Ort war, denn gesehen haben wir ja keinen. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Gebäude ist. So eine Lagerhalle oder so. Könnte es sein. Guck mal, hier ist nichts mehr. Da ist eine Tür, die ist vernagelt. Da geht es auch gar nicht weiter. Das heißt, wir haben wieder irgendwo was übersehen. Was ist hier? Keine Ahnung, irgendwelche Rohre, da kann ich auch nichts dran machen. Man muss es doch hier irgendwo einen Weg weitergeben, oder? Kann man da irgendwo unten durch oder oben? Sieht nicht so aus aktuell. Das ist übrigens so ein bisschen anders im Gegensatz zum Hauptspiel. Da musste man irgendwie nie irgendwie was suchen. Und hier musst du öfters mal nach dem Weg suchen. Ah, guckst du da, kann da hoch. Kannst du hochlaufen. Hast du gesehen, da waren Abdrücke dran. Das sind Fußabdrücke, blutige Fußabdrücke.
Oh, da ist jemand. Was haben wir hier? Na, da ist noch einer. Ja, und jetzt sind wir wieder am Rennen. So, da sind wir zumindest entkommen. Aber ich glaube, die sind immer noch hinter uns her. Da kommen wir auch weiter. Können wir uns da irgendwo verstecken? Das wäre nicht schlecht, ne? So. Alter. Schön geschafft, aber ich glaube, runter sollten wir nicht mehr gehen. Denn die reißen uns sonst den Hintern auf. So, warte mal. Die Musik ist immer noch dramatisch. Die sind immer noch hinter uns her. Ich kann da wahrscheinlich rüberspringen. Aber ich sehe da aktuell nichts. Nee, wir sind jetzt noch höher gekrabbelt. Wo kann ich von hier oben aus hin? Guck mal, da ist eine Tür. Da sehe ich die Tür. Aber ich glaube, da sind wir hergekommen. Aber hier geht's weiter. Da ist eine Treppe, die führt nach unten. Aha. Und wenn ich da jetzt weiter renne? Das ist die große Frage, ne? Kommen die wieder oder nicht? Aber wahrscheinlich schon. Hier kommt die Braut. Mr. Kluskin. Give him other flesh and he spares ours. Fucking idiot. He delivered his own self to Gluskin's hell. Irgendwas hat es auch mit diesem Kluskin auf sich. Das weiß ich noch nicht ganz. Ich versuche auch gerade mal einen Zusammenhang zum Hauptspiel zu finden, aber ich finde gerade keinen. Ich wüsste jetzt nicht, wer Kluskin gewesen sein soll. Aber gut, der einzige Weg, den wir haben, führt hier runter. In den Abgrund. In die Hölle. Alles ruhig momentan noch. Da vorne ist ein bisschen Licht. Da ist eine Lichtquelle. Ich glaube, wir folgen mal dem Licht, ne? Und die Batterie ist schon wieder leer. Beinahe, ja, da vorne hätte ich beinahe gedacht, da wäre jemand. Aber es war hier nur von diesen Staubpartikeln. Warte mal, wenn wir das Licht ausmachen, dann ist aber nicht so pralle. Da stehen lauter Nähmaschinen oder sowas. Folge dem Licht. Und ich höre seltsame Geräusche. Da spielt ein Radio oder so, ne? Alter Schwede. Das ist ziemlich krank. Und meine Atmung ist auch schwerer. Nicht nur, weil ich diesen Anblick hier sehen musste, sondern vor allen Dingen, weil wahrscheinlich wohl irgendwo jemand in der Nähe sein muss. Sieht ziemlich hart aus, ziemlich pervers. Wir haben eine neue Notiz bekommen. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes, verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in einem Wenn dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit. Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Absolut krank, Freunde, absolut krank. Aber was ich mich immer noch frage ist, wir haben ja dieses Spiel gestartet, da war noch alles normal und jetzt keine zwei Stunden später ist hier alles verunstaltet und so. Oder war das vorher schon so? Ich habe da keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall sehr krank. Das ist sehr krank. Und ja, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, außer dass wir weiter müssen. Und da ist schon wieder alles stockdunkel. Was haben wir hier? Welcome home. Willkommen zu Hause. Ja, und meine Batterie ist schon wieder am Ende angekommen. Ich habe auch so das Gefühl, die halten nicht mehr so lang. Die haben im Hauptspiel auf jeden Fall länger gehalten hier. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Hier liegen bestimmt irgendwo noch Batterien rum und ich finde die jetzt nicht, weil ich nicht ausführlich schaue.
Nö, da ist aber auch nichts in den Ecken oder so im Regal. So, jetzt muss ich wieder nachladen. Nutzt ja nichts, wenn ich nichts sehe. Okay, aber da geht ein Weg weiter. Wir gehen einfach mal weiter, mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich glaube, der hat in der letzten Folge gesagt, dass dieser Klaskin hier irgendwo wäre. Oder meint er diese Gestalt, die da aufgebahrt war? Nee, glaube ich eigentlich nicht. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Nee, die Tür geht auf. Da! Wer verdammt nochmal war das? Ich habe keine Ahnung. Ohne Nachtsicht sehen wir auf jeden Fall nichts. Was mich wundert, dass hier die Einblendung kommt, dass wir die Tür öffnen können, aber wir können sie gar nicht öffnen. Nee. Also irgendwas hat es doch mit dieser Tür hier auf sich, oder? Die geht nicht auf, die geht nicht auf. Oder muss ich hier was zur Seite schieben? Nee, auf der anderen Seite steht was davor, ne? Aber diese Einblendung kommt doch normalerweise nur, wenn die Tür aufgeht. Oh! Oh, oh. Ist der das? Von eben gerade? Vor allen Dingen, wo muss ich hin? Super. Nein, der hat mich. Au, 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 der haut mich. Muss mal gerade gucken, ob ich hier irgendwie abhauen kann. Au. That hurts. Da hat er mir so ein klein wenig wehgetan. So ein ganz klein wenig. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ah, wieder bei der Stelle vor der Tür, wobei ich noch nicht weiß, ob der schon kommt oder ob das noch ist jetzt. Hm, das ist schon die Stelle, wo der gleich auftauchen wird. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wir können nur wieder zurücklaufen. Sollten wir mal nach oben gucken. Ja, der labert hier seinen Text und dann kommt er wieder angeschissen. Und hier hat er mich gesehen gehabt. Der geht aber da irgendwie da hinten rum, oder? Ich weiß nur nicht, wo er durchkommt. Kommt er von der Seite. Oh, der hat mich gesehen. Nein, da hängen wir. Ich gehe jetzt mal da hinten wieder raus, wo wir hergekommen sind. Vielleicht kann ich ihn doch wieder irgendwie abhängen. Nein, weiter, weiter, weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen ganzen Weg wieder zurückrennen müssen oder ob ich einfach hier woanders hin muss. Was wir bisher noch nicht gefunden haben. Aber hier geht es gar nicht mehr weiter. Ich weiß es auch gar nicht aktuell. Oh, da hat er uns den Weg abgeschnitten, die Sau. Ich weiß aktuell gar nicht mehr, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Na, scheiße. Und da hat er mich schon wieder gepackt. Das heißt, wir müssen hier irgendwo einen Weg finden. Entweder der Weg zurück oder ein ganz anderer Weg. Und ob das Klaskin ist, könnte es sein, ne? Ja, ich gebe nicht auf mit dieser Tür, ich probiere es immer weiter, aber mich wundert es halt, dass hier diese Einblendung kommt. Dieses kranke Schwein. Na, da kommt er von da aus. Wenn er das ist. Ja, ich muss da vorbei irgendwie. So, komm jetzt schnell vorbei. Nein! Und da hänge ich schon wieder, verdammt nochmal.
sticht da schön rein hier. Und tritt nochmal drauf. Das ist auch so eine kranke Sau. Aber gut, da gibt es ja mehrere hier in dem Spiel. Mir gefällt es ja, ne? Aber ich bin mir sicher, der eine oder andere, dem könnte das etwas zum Nerven auftreibend sein. Ich kenne ja welche, die schauen noch nicht mal diese Folgen, weil sie einfach zu gruselig sind. Aber gut. Ja, da hinten kommt er angelaufen. Okay, jetzt hat er mich, glaube ich, schon gesehen. Scheiße, das nächste Mal weiß ich es besser. Wir müssen irgendwie im Schatten verborgen bleiben. Man kann hier bei diesen engen Gängen nämlich auch nicht gut ausweichen. So, jetzt kommen wir da zumindest schon mal wieder raus. Aber das nutzt ja nichts, wenn wir da hinten keinen Weg weiterfinden. Ich glaube, das war wieder falsch, oder? Ja, da kommen wir auch weiter, da kommen wir auch weiter. Wenn ich denn jetzt nur wüsste, wo wir hergekommen sind. Ach, da ist er, da ist er. Warte mal, warte mal. Kann man da vielleicht oben drauf rennen? Auf diesen Balken spazieren? Jetzt sind wir wieder an der Stelle fast, wo er uns das letzte Mal wieder kalt gemacht hat. Zumindest können wir mal hier über die Tische drüber springen. Das ist schön. Ha, das ist nicht schön. Nein, geh doch mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ah, jetzt sind wir hier. Er hat wieder gespeichert. Und das ist ein Hochzeitsgleiter, oder das ist ein Hochzeitsgleit. Ich glaube, der ist nicht mehr hinter uns. Okay. Irgendwie haben wir es geschafft, Leute. Irgendwie haben wir es geschafft. Gut, ich mache an dieser Stelle wieder eine Pause. Das war eine kleine wilde Verfolgungsjagd. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.